Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Nachdem wir im letzten Part die restlichen Quests für Dorf Redcliffe abgeschlossen haben, müssen wir nun gegen wandelnde Leichen kämpfen. War gut. Da sind das viele. Mal gucken, ob Dwin und seine Freunde auch dabei sind. Stimmt ganz lustig, ne? Hoffentlich brennen wir jetzt nicht. Oh, okay, wir brennen. Das war eine gute Idee, dem Chaos mit dem Ölfecht besser zu sagen. Toll, da kommen immer mehr. Das war's. Für diese ganze Vorbereitung. Das kommt mir jetzt doch ein bisschen überheblich vor. Die Monster greifen von See aus die Barrikaden an! Wir brauchen Hilfe! Bitte, zeig mir sofort die Idee. Ja, okay, gut, dadurch jetzt nicht, aber. Der rechts oben ist, mit dem schweren Schwingen. Ja, wir haben, ne? Thank you.
Na los, komm schon! Letzten Stufenaufstieg. Wird erledigt. Sehr schön. Auch schon wieder ein Stufenaufstieg. Komm, ganz ehrlich, wo kommen die denn dauernd her? Komm auch hier, komm. Die kommen einfach von überall. Sehr schön. Ach da. Das war's jetzt, oder? Na gut, wurde auch Zeit. So, dann steigen wir mal auf mit Liliana. Die braucht Geschicklichkeits-Upgrades. Und was in der fortgeschrittenen Campusbildung. Damit die das mit dem Bogenschießen machen können. Und jetzt bei Stan. Ach, komm schon. Noch ein so einen blöden Aufschub und es wäre alles dort gelaufen. Hätte er jetzt auch diese blöde Rüstung tragen können. Der Morgen dämmert, Freunde, und wir sind alle noch da. Der Sieg ist unser! Diesen guten Leuten hier gebührt heute der Dank für unser Leben. Ohne ihren Heldenmut wären wir mit Sicherheit alle untergegangen. Ich beuge mein Haupt vor euch, Sir. Der Erbauer lächelte auf uns herab, als er euch in unserer dunkelsten Stunde zu uns schickte. Erlaubt mir, euch dies zu überreichen. Den Helm von Sir Ferris dem Roten, meinem Großonkel und Held von Ferelden. Er würde ihn sicher gerne bei jemand so würdigem wissen. Danke, Menti, irgendwie für uns so geehrt. Nehmt ihn. Ich hoffe, ihr seid wohl auf, wenn ihr ihn verwendet. Beugen wir das Haupt und ehren wir all jene, die ihr Leben bei der Verteidigung von Redcliffe lassen mussten. Nun gehen sie mit ihm, ihrem Erbauer. Möge der Frieden seiner Liebe sie lange begleiten. Nee, schweigt. Wenn der Erbauer es zulässt, erlaubt unser heutiger Sieg, dass ich ins Schloss vordringe und unseren Aal suche. Seid wachsam und achtet auf Zeichen neuer Angriffe. Wir kommen so bald wie möglich mit Neuigkeiten zurück. Nun, vergeuden wir keine Zeit mehr. Trefft mich bei der Mühle. Dort können wir weiterreden. Nun gut. Alte Frau. Jetzt, wo die Gefahr vorüber ist, gibt es jede Menge zu tun. Warte mal, gerade jetzt, wo die Gefahr vorüber ist. Ich dachte, die Typen kommen jede Nacht. Schöner Scheiß. Was macht denn Sir Perf noch hier? Wir sind entgegen aller Erwartungen siegreich. Der Erbauer hat heute mit Sicherheit auf uns herabgelächelt. Ich bleibe hier, beschütze das Dorf und warte auf die Rückkehr der anderen Ritter. Zumindest bis das Schloss wieder unser ist. Nun gut, dann reden wir jetzt mal mit Ben Tiger. Das Schloss sieht von hier seltsam ruhig aus. Als wäre überhaupt niemand mehr drin. Ich sollte keine Zeit mehr verlieren. Mein Plan war, ins Schloss zu gehen, sobald das Dorf in Sicherheit war. Es gibt einen Geheimgang hier in der Mühle,
der nur meiner Familie zugänglich ist. Ach, und warum solltet ihr das nicht früher? Ihr wärt dann ins Schloss gegangen, anstatt im Dorf zu bleiben. Ja, okay, und wir brauchen Krieg. Es tut mir leid, wenn ich... beim Atem des Erbauers. Ein Gollum! The fuck? Wer ist das denn? Laura? Dem Erbauer sei Dank, dass du noch lebst. Nee. Isolde, du lebst! Wie bist du... Was ist passiert? Keine Zeit für lange Erklärungen. Ich habe nach der Schlacht das Schloss schnellstmöglich verlassen und muss in Bälde zurück sein. Und du musst mit mir zurückkehren, Tegan. Allein. Vorsicht, es könnte ein Hinweis sein. Wer ist dieser Mann, Tegan? Ohne seine Hilfe, Isolde, stünde ich nicht hier. Ich schulde ihm mein Leben. Verzeiht. Ich würde ja Höflichkeiten austauschen, aber angesichts der Umstände... Bitte, Isolde. Wir wussten nicht, dass im Schloss noch jemand lebt. Wir brauchen Antworten. Ich weiß, Erklärungen sind vonnöten, aber ich... Ich weiß nicht, was ich ohne Gefahr erzählen kann. Tegan, im Schloss ist etwas sehr Böses. Die Toten erwachen und jagen die Lebenden. Der verantwortliche Magier wurde ergriffen, aber das hat die Lage nicht verbessert. Und außerdem wird Connor wohl wahnsinnig. Connor kann nicht wahnsinnig werden, er ist ein Assassine. Er will das Schloss nicht verlassen. Er hat so viel Tod gesehen. Du musst ihm helfen, Tegan. Du bist sein Onkel, auf dich hört er vielleicht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Genau. Warum muss Tegan alleine gehen? Wegen Connor. Ich habe zugesagt, schnell zurückzukehren und nur Tegan mitzubringen. Ja, und da können wir ja vor der Tür warten. Zugesagt? Wem hast du das zugesagt? Von einem Zauber des Magiers. Dadurch können Eamon, Connor und ich am Leben bleiben. Die anderen hatten weniger Glück. Es hat viele getötet und ihre Leichen zu wandelnden Albträumen gemacht. Und als es im Schloss fertig war, machte es im Dorf weiter. Es will, dass wir leben, aber den Grund kenne ich nicht. Es hat erlaubt, dass ich dich hole, Tegan, weil ich darum gebettelt und gesagt habe, dass Connor Hilfe braucht. Könnte dieses Böse wohl einer Dämon sein? Genau, warum erzählt das nicht alles? Wie bitte? Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung. Nicht, wenn es wahr ist. Etwas unfassbar Böses hält meinen Sohn und meinen Mann als Geiseln. Ich bin hier, um Hilfe zu erbitten. Was wollt ihr noch von mir? Die Wahrheit. Tegan, ich habe wenig Zeit. Es darf nicht glauben, dass ich es hintergehe, sonst tötet es womöglich Connor. Komm bitte mit mir zurück. Oder muss ich dich anflehen? Wir müssen entscheiden, wie wir vorgehen. Der König ist tot. Wir brauchen meinen Bruder jetzt dringender als je zuvor. Ich kehre mit dir ins Schloss zurück, Isolde. Oh, dem Erbauer sei Dank. Sei gesegnet, Tegan. Sei gesegnet. Da besteht wohl keine Wahl. Genau, die können ja nicht da lang gehen und wir können den Geheimgang benutzen. Aber ihr habt euch als wahrhaft beeindruckend erwiesen. Isolde, entschuldigst du uns einen Moment? Wir müssen kurz etwas besprechen, bevor ich mit dir ins Schloss Wahrscheinlich würde uns auch sein, dass wir den Geheimgang benutzen Bitte sollen. Schnell. Ich warte bei der Brücke. Hier mein Vorschlag. Ich gehe mit Isolde und ihr gelangt über den Geheimgang ins Schloss. Mein Siegelring öffnet die Tür. Vielleicht kann ich das Böse im Schloss ablenken. Damit steigt eure Chance, unbemerkt hineinzugelangen. Was haltet ihr davon? Okay. Gut, so ist es uns auch lieber. Es ist besser so. Ich würde lieber mit euch hineingehen, aber ich habe bei der Sache keine Wahl. Sir Perth und seine Männer können am Schlosseingang nach Gefahren Ausschau halten. Wenn ihr die Tore von innen öffnet, können sie rein und euch helfen. Es gibt wohl niemanden mehr, der euch helfen könnte. Wenn ihr nicht geht, ist es an mir, mein Möglichstes zu tun. Hier ist mein Siegelring. Er öffnet das Türschloss in der Mühle. Was immer ihr tut, das Wichtigste ist Eamon. Bringt ihn raus, wenn es sein muss. Isolde, ich und alle anderen, wir sind entbehrlich. Hm.
wir retten alle. Ihr seid ein guter Mann. Der Erbauer hat auf mich herabgelächelt, als er euch nach Radcliffe geschickt hat. Wir lassen ihn einfach mit dieser Frau gehen? Ist das nicht zu gefährlich? Ein törichter Plan nach dem anderen. Fresse! Ich kann nicht länger warten. Oh. Ich sage euch zum Abschied Lebewohl. Und viel Glück. Windmühle. Ach verdammt, wir hätten dem Kerl doch jetzt sagen müssen, dass wir da seine Hilfe brauchen, ne? So, helft uns. Ben Teagan hat mich angewiesen, am Schlosstor zu warten, falls es euch gelingt, es zu öffnen. Na toll. Ich würde lieber mit euch ins Schloss gehen, aber er hat recht. Jemand muss Radcliffe bewachen und dem König Bescheid geben, falls unser Plan misslingt. Jedenfalls gehe ich jetzt zu den Toren. Möget ihr weiterhin unter den Augen des Erbauers wandeln. Okay. Was, Kommandant Harif? Geht bitte weiter. Also vielen gut. Dank. Ja, es gibt überall so einen Typen. Wieso? Einige Schenke haben wir bestimmte Mitglieder einen besonderen Wert. Wenn jemand ein Zeichen deiner Zugang nicht annehmen will, hat dieses vermutlich Scheiß in der Hose. Okay. Geheimgang. Er ist da. Verletzungen nur. Ja, und solche Sachen. Warum? Weil er schon, ich glaube, irgendwie nach 3 Stunden Spielzeit aus der Gruppe gekickt wurde. Tja, er ist halt nicht im Trailer drin. Damit hat er voll verkackt. Ein Tunnel? Tür, oh, nee, war, oh scheiße. Zorniger Tote, die haben wahrscheinlich eine Leichengalle, ne? Und wir brauchen Leichengalle doch für irgendeine Quest, ne? Meine Schock. So, okay, hier kann man jetzt wieder nichts rausnehmen, was? Hallo? Wer ist da? Lebt da draußen noch jemand? Nein. Wartet. Ihr seid keine Wache der Alessa. Kommt ihr von außerhalb des Schlosses? Ja, wir kamen durch einen Geheimgang. Es gibt einen Gang? Warum wurde der da nicht benutzt? Wir könnten mittlerweile alle entkommen sein. Was haben wir uns auch gefragt? Seltsam. Das ergibt alles keinen Sinn. Nicht, dass meine Gedanken hierzu irgendwen interessieren müssten. Ich heiße Jarwin und bin ein Magier, den Lady Isolde als Hauslehrer für ihren Sohn Connor eingestellt. Ist er so ein auch Magier? Und dann kam ich in diesen Kerker. Die Untoten sind euer Werk? Nein, ich habe Arl Eamon vergiftet. Sonst nichts. Was heißt hier sonst nichts? Ich bin verdächtig, ich weiß, aber mit den Kreaturen und den Morden im Schloss habe ich nichts zu tun. Als das anfing, war ich schon eingekerkert. Lady Isolde kam mit ihren Männern her und verlangte, ich solle es rückgängig machen. Ich dachte, sie sprach vom Gift und dem Aal. Da hörte ich zum ersten Mal von den wandelnden Leichen. Sie dachte, ich hätte einen Dämon beschworen, um ihre Familie zu quälen und Radcliffe zu zerstören. Sie ließ mich foltern. Ich konnte nichts tun oder sagen, um sie zu beschwichtigen. Ich sollte hier verrotten. Warum? Nee, habt ihr diesen Dämon? Nee, warum hat die Alessa euch als Hauslehrer für ihren Sohn Lady angestellt? Isolde suchte einen Magier, der Connor insgeheim ausbildet. Taryn Loghain hat das herausgefunden und mich geschickt. Ich sollte den Aal vergiften. Es hieß, Arl Eamon sei eine Bedrohung für Ferelden. Und wenn ich das erledigen würde, würde Loghain mein Problem mit dem Zirkel klären. Was? Ich bist bin du ein Magier? Malefiker, ein Blutmagier. Schon gedacht. Ihr? Ein Blutmagier? Wirklich? Das hätte ich nie gedacht.
Ich widmete mich verbotenen Künsten und wurde dafür zum Tode verurteilt. Ich dachte, Loghain gibt mir die Gelegenheit, meine Untaten zu sühnen. Er hat mich hier im Stich gelassen. Alles bricht zusammen und ich bin verantwortlich. Irgendwie muss ich das wieder in Ordnung bringen. Okay, Stellung selbst angeheuert? Nee. Warum genau ist Aal Eamon eine Bedrohung? Er sagte nur, dass Aal Eamon eine Gefahr für die Nation sei. Warum sollte ich Taren Logan glauben? Weil er ein Lügner und ist und scheiße ist. Okay, warum brauchte die Connor das zeigte erste Anzeichen. Lady Isolde hatte Angst, der Zirkel der Magi brächte ihn zur Ausbildung weg. Sie suchte einen abtrünnigen Magier von außerhalb des Zirkels, der ihrem Sohn insgeheim beibrachte, seine Begabung zu verbergen. Ihr Gatte wusste davon nichts. Okay, ach so, jetzt verstehen wir, vielleicht ist die Sohn für alles hier verantwortlich. Genau, könnte doch sein. Das dachte ich auch schon. Connor weiß nicht viel über Magie, aber er könnte möglicherweise den Schleier zerrissen haben. Welchen Schleier? Ist der Schleier vor dem Nichts zerrissen, können Geister und Dämonen ins Schloss eindringen. Sind sie mächtig, würde das die wandelnden Leichen erklären. Jetzt verstehen wir, warum hat Isolde Angst davor. Ja, okay, jetzt verstehen wir. Es sollte nie so enden, das schwöre ich. Lasst mich euch jetzt helfen. Ich sage, tötet den Magier. Man kann ihm nicht trauen. Der Kleine könnte uns noch nützlich sein. Wenn nicht, lasst ihn gehen. Warum soll er hier gefangen bleiben? Er möchte sühnen. Verdient diese Chance etwa nicht jeder? Ich denke, jeder verdient sie. Ihr meint wohl so wie ihr? Vor dem Erbauer hat jeder eine Chance zur Sühne verdient. Dieser Mann nicht weniger als jeder andere. Gebt mir bitte eine Chance. Ja, wir lassen euch aus eurer Zelle. Ihr lasst mich raus. Und dann? Ihr werdet mit uns kommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich möchte helfen, aber ich bin nicht sicher, ob ich euch in eine derartige Gefahr folgen will. Dann helft uns. Das werde ich nicht, versprochen. Ich werde einen Weg finden, das zu bereinigen. Okay, der folgt mir dann anscheinend im Geheim. Teiltür, ja toll, da ist nirgendwo was drin, bitte ich. Ja, hier auch nicht. Hier auch nicht. Ach ne, hier kommen wir raus. Mann, das ist verwirrend hier. Ne, meh, ne. Ach Gott, Leute. Dunkle Brut hat uns entdeckt. Oh Gott. Eine zusammengerollte Notiz. Okay. Was? Ach, natürlich, die ganzen scheiß Leichen. Oh, wie sehe ich schon 24 Minuten fest. So, okay, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part. Tschüss.